Hallo! Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Soma. Ja, ich muss hier noch ein bisschen das Omni-Tool suchen. Oh ja, kein Plan, wo das sein könnte. Also, das Einzige, was ich jetzt noch... Was kriege ich da nicht raus, ne? Was? Ah! Okay, letzter Versuch. Danach raste ich aus. Also ernsthaft. Da habe ich kein... Das ist aber nicht das Omni-Tool, das sehe ich ja auch schon, aber trotzdem... Na, vielleicht geht das irgendwie doch mit Gewalt. Wie gesagt, im Normalfall in den ganzen Frictional Games Spielen musst du immer zuerst Gewalt anwenden. Da. Verdammt normal. Was ist das denn hier? Vielleicht ganz oft drücken. Ach, fick dich, Mann! Das ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Glas, schweres Objekt. Ich probier's mal hiermit. Oh! Okay, das ist wirklich... Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Ich sag ja immer zuerst mit Gewalt. Es geht echt immer zuerst mit Gewalt. Ich krieg die Krise. Kann ich hier... Oh. Habe ich das gerade gegen mich, oder was? Ah, guck mal. Das erinnert mich jetzt ein bisschen schon an die Alien-Filme. Wenn ich jetzt schon mal Lust... nicht an die Alien-Spiele, sondern hier an Alien. Das eine Spiel, was ich da mal hatte. Was ich, wie gesagt... Womit ich nicht zurechtgekommen bin. Ich fand das Spiel scheiße, sag ich ganz ehrlich. Aber was heißt, ich fand das Spiel scheiße? Ich fand es viel zu schwer einfach. Aber wo bin ich hier? Auf einem Klo. Das passt ganz gut. Ich muss nämlich mal. So. Ah, fertig. Gut. Natürlich noch Versuch. Okay, Hände waschen, glaube ich, wird hier nichts. Hallo? Sind das hier Kaffeepads oder was ist das? Was ist denn das? Spinat. Was ist das hier? Curry Mix. Schauen wir mal, was zu essen. Oder was? Kannst du da reintun? Okay. Das ist wohl ein Hightech-Kühlschrank. Okay. Okay. Ja. Gut. Ist ja wirklich alles schön und gut. Was ist das hier? Offline Data Buffer Array. Better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can, rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you to Theta safe and sound. We just need to make sure we leave enough power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. How did I do that? Was? Okay. Kann ich jetzt irgendwie speichern oder so? Ja, okay, ich weiß nur nochmal. Okay, aber ich kann das auch aufbauen. Okay, ich kann es auch abbrechen, das ist gut zu wissen. So. Okay. Was ist das denn hier? Au. Ei. Irgendwas stimmt an diesem Raum hier nicht. Deswegen mal vielleicht die Türe zu. Kommen wir noch vielleicht irgendwie nicht. Ich würde mich noch über eine Taschenlampe. Also, das tut mir jetzt auch ein bisschen leid, dass ich das jetzt machen muss. Aber ich muss einfach echt. Ich muss die Dings. Das Gamma hochstellen. Ich erkenne echt fast nichts. Es tut mir leid. Warte mal, ich hätte das vielleicht noch bestätigen sollen. Ne, muss ich doch nicht. Okay. Ich erkenne echt wenig gerade. Also ich erkenne immer noch relativ wenig, das ist das Traurige. Pathos 2. Okay. Oh. Hallo.
Oh, okay. Hey you. Can you talk? Can you talk like the others? Why are you like this? You want some storage of your own? Was war das? Waren hier gerade nicht noch zwei? Hallo? Hallo? Ist hier irgendwas passiert? Ist das dann nicht das, was da noch eben hing? Ist das möglich? Okay. Hallo? Ist hier jemand? Na, ich glaube, ich gehe mal wieder zurück. Ist okay. Mal guck mal hier. Das leuchtet hier so schön. Das sieht doch so schön aus. Mhm. Na gut. Natürlich wollen wir jetzt nachgucken, was hier eventuell gerade passiert ist. Das gefällt mir zwar nicht so, aber ist okay. Wir nehmen das Ding hier als Schutz vor uns. Okay, das tropft einfach wieder nur. Hoch. Okay. Das sieht, Was ist das? Ein Omni-Tool! Version 2.5. Na bitte. Mit Tab können Sie Ihr Inventar aufrufen. Mit Tab. Ich drücke Tab. Und es passiert nichts. Warum passiert nichts? Spielsteuerung. Tastenbelegung. Inventar, Tab. Okay. Ja, Änderung übernehmen. Bitte, danke. Ich kann mein Inventar mit Tab nicht aufrufen. Das bringt mir hier so nichts. Muss ich vielleicht... Ah, ich habe eine Idee, was ich machen könnte. Was mir vielleicht etwas bringt. Ich weiß es noch nicht genau. Ich will hier irgendwie nicht lang. Ich will gerade zurück zu diesem Omni-Tool-Ding. Ich sehe aber nichts. Ist alles sehr dunkel hier. Ich hoffe, ihr erkennt überhaupt was. Aber okay, ich lade meine Videos eigentlich in so einer hohen Qualität hoch, tatsächlich ja sogar. Dass ihr eigentlich, ihr müsstet alles sehen können. Also hoffe ich mal. Das ist, wie gesagt, ich habe mal irgendwann gelesen, dass die Qualität, die ich verwende, also in der ich meine Videos halt render, dass das Business-Qualität ist. In dieser Qualität laden eigentlich halt irgendwelche Firmen ihre Sachen hoch. Also, das ist die Toilette, okay. Gut. Weiß ich schon mal, wo ich bin. Hallo? Ah, Omni-Tool, okay. Tu das Omni-Tool da rein. Ja. Omni-Tool wird gescannt. Inventar, bitte mal. Okay. Mhm. Nee, finde ich aber gut. Omni-Tool. Werkzeugkasten freischalten, genau. Cortex-Chip verwalten. Nicht vorhanden, okay.
Willkommen zurück zu Lose. Ihr Omnitool ist im perfekten Zustand, aber nicht in einem angedünnten. Okay. Sie werden deshalb onboard KI gewartet. Helper Jane, okay. Ja, okay, kann ich nichts mehr machen. Okay. Orientierung. I know they told you that field technicians would get full access throughout Pathos 2. I'm here to tell you that's not gonna happen. Don't get me wrong, I don't wanna get in your way. We need you guys to keep this place up and running. But there needs to be at least some level of security on these things. I don't wanna hear you barge into some quarantined area at Omicron and just knocked out the whole place with some virus or whatever the hell they're doing over there. This is what you can do. You'll be able to use it to open doors. Basically all of them. If you can't, there's something wrong or someone didn't want you in there. Then what do? You shove that Omnitool into a terminal and see if you can't get around it somehow. I mean, sometimes you'll need to get into places where you don't belong. Just find a way. You're an engineer for crying out loud. What else? Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it, really. My name is John Strohmeyer, Pathos 2 Security Operative. I got an office at Theta. Come see me if you got any issues you can't handle yourself. Good luck. Okay. Bitte. Ja. Toolbox habe ich doch gerade eben geöffnet. Oder? Inventar. Ja. Omnitool. Werkzeugkasten frei. Ja. Das Omnitool kann ich jetzt aber nicht. Achso, hier. Ah, okay. Tool chip found. Okay, das freut mich. Werkzeugchip Update, bitte, danke. Aktualisiere die guten alten Sicherheitscodes. Ja, ja, ja. Tool chip security cipher. Okay. Updated. Gut. Und damit haben wir auch unser Omnitool in der Hand. Das freut mich schon mal. Ich kann es aber irgendwie immer noch nicht ausrüsten. Ich bin echt, ich bin zu unfähig dafür, oder was? Hä? Ich drücke Tab. Und dann sehe ich unten halt das Ding. Ja, super, freut mich. Was kann ich jetzt damit machen? Hä? Super. Ich sehe da unten mein Omnitool. Kann es aber nicht auswählen, oder was? Ich verstehe es gerade nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja schön und gut, dass ich Tab drücken kann und alles, aber ich... Was bringt mir das bitte? Also ich sehe hier halt auch gerade nichts. Das finde ich jetzt ganz beschissen. Wenn ich mal kurz bitte zurück dürfte. Mann, Mann, Mann. Warte. So. Ich lasse mich hier doch nicht verkackeiern. Okay, ich lasse mich verkackeiern. Die haben den Strom halt ausgemacht. Gut. Dann bleibt der Strom aus. Verbraucht weniger. Ist umweltfreundlicher. Mann, Mann, Mann. Ruhe. Ich bin gerade genervt. Lasst mich. So. Ruhe hier drüben. Was soll das denn hier? Machen sie wieder alles unordentlich hier. Oder was? Bin ich jetzt aber auch nicht okay. So, was ist das hier? Hat hier jemand was gegessen, oder wie? Au. Ah, shit. Autsch. Das tat weh. So. Ja, guck mal hier. Feuerlöscher haben wir. So. Den nehmen wir jetzt auch mit. Die sollen sich mal mit mir anlegen. Ich habe einen Feuerlöscher. Ich bin bereit, ihn zu benutzen. Vermutlich sind das hier wieder irgendwelche Aliens, ne? Okay, ich habe eine Tür zugemacht. Das ist gut. Huch. Ja, hier wollte ich jetzt aber nicht nochmal hin. Okay. Oh, warte mal. Hier können wir jetzt ja hin. Pilotensitz 3. Okay, ach du Scheiße, was ist denn das hier jetzt schon wieder? Blackbox, aha, Verbindungsstatus, okay. Aha. Aha. Okay. In Bearbeitung. Schön. Was sagt mir das jetzt? Was soll mir das jetzt sagen? Hm? Sagt mir noch nichts. Naja.
Können auch eigentlich, können wir das hier einfach so. Lassen wir einfach. Vielleicht bringt es irgendwas. So. Okay. Von hier kamen wir gerade. Nachdem wir hier lang gelaufen sind eben. So, vielleicht geht's hier irgendwie. Ne, ist hier wieder verschlossen, okay. Ah, hier runter. Das ist doch zumindest ein guter. Eine gute Möglichkeit. Mit Omnitool. Mit Omnitool schwenken, okay. Oh ja, toll. Ach guck mal, jetzt sind wir unter Wasser oder was? Sind wir gar nicht. Ich dachte, wir wären im Weltraum. Da war ich ja vielleicht doch gar nicht mal so schlecht mit Taucheranzügen. Alter, faszinierend. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Samus. Also hier. Samus. Halt. Metroid-Reihe. So, wo die immer speichern musste und alles. Das war lustig. Was ist das hier? Achso. Wieder das. Na, Klappe. Ich frage mich immer, ob es dann weitergeht und ob ich einfach nur zu weit weggehe oder so. Muss ich das mal gerade versuchen, warte mal. Ja, ich bin einfach nur weggegangen. Upsala. Na, dann bleiben wir nochmal hier. Müssen wir uns nochmal anhören. Tut mir leid. Müssen wir immer hier stehen bleiben. Na super. Sind wir ein bisschen blöd. Okay. Irgendwas wurde hier überrannt. Und Fische und meditieren und alles. Naja, okay. Das ist eine komische Tastatur, muss ich zugeben. Achso. Es ist scheinbar hier alles etwas japanisch bzw. chinesisch gehalten, okay. Dann gehen wir mal hoch. Aha. Break Room, Tech Depot, Observation Tunnel. Storage und so weiter und so fort. Thermal Plant. Alles sehr interessant. Und das speichert das Spiel schon automatisch. Dann sage ich jetzt nämlich auch in diesem Sinne, liebe Mom da und Shoutout. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Soma. Ich bin ja mal gespannt, wo uns das Spiel hinleitet. Also mir macht es bis jetzt eigentlich schon relativ viel Spaß. Es ist etwas sehr dunkel. Und man hat halt keine Taschenlampe irgendwie. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber okay. Ich hoffe, euch gefällt es auch. In diesem Sinne, liebe Mom da und Shoutout, euer Shinigami. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, hatte ich schon gesagt. Tschüss.